Nein, jetzt bin ich tot. Komm her, du Scheißvieh, jetzt bin ich tot. So. Pfeile habe ich jetzt 2 Stück. Jetzt gehen wir mal nach oben und schauen mal, ob es dunkel ist. Und ich gehe davon aus. Boah, die Mucke macht mir gerade so richtig Angst. Boah. Die Tür war noch offen. Ist hier alles clear? Wo ist der dritte Hund? Der war doch noch hier. Oh! Boah. Hund? Hund? Hier war doch immer so ein hässlicher... Ja, klar. Was macht denn der Hund hier draußen? Komm mit, schnell, komm rein. Komm ins Warme, komm hinein. Los! Boah, das Vieh, immer dieses dumme Vieh. Ach, ich wundere, wieso wir immer noch keinen Diamant gefunden haben. Ich glaube, wir waren immer noch nicht auf der richtigen Höhe dazu. Ich schau lieber mal, ob hier alles auch alles clear. Auf dem Dach scheinbar auch, obwohl er hinten offen ist. Ist eine riskante Sache. So, Hundi, jetzt porte dich mal schön her. Hundi? Ach, da ist er ja. Schön herkommen. Genau hier. Nein, du sollst nicht wieder weggehen. Du sollst... Ah, Mann. Wo ist denn der jetzt? Boah, vielleicht kommt er von alleine wieder. Da ist er schon. Wirft mein Ei, kommt er an. So, jetzt erstmal schlafen gehen. Oh Gott. Ja, bis zum nächsten Morgen. Aber wieso sind meine Bilder so niedrig? Das war die Frage, mit der er den Tag beendete. Doch er fand keine Lösung. Und die Musik im Hintergrund war sehr dramatisch. 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 Da-da-dam. Ja, ja. So muss das sein. Und jetzt hier, mach mal schneller. Das kotzt mich irgendwie an. Nee, das kann doch nicht sein. Und ich bekomme jetzt auch mal teilweise fleißig Kommentare dazu, wie was funktioniert teilweise. Teilweise sind schon ein paar Experten dabei. Aber nicht immer. So, noch eine Sekunde. Und haben wir es überlebt? Hä, sind wir jetzt mitten in der Nacht aufgewacht oder wird gerade Tag? Der Nebel verschwindet scheinbar. Und es wird Tag. Schaffen wir das hier, einen Screenshot durchzumachen, ohne dass man das Glas sieht? Naja, das wäre ein scheiß Screenshot. Kann ich auch gleich rausgehen. Und natürlich alle Türen offen gelassen, die man nicht offen lassen sollte. Ah ja, super. Ist ja richtig super. Scheiße. Super scheiße. Jetzt bin ich im Eimer. Andy. Boah, nee. Ey, es ist doch immer noch Nacht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich gehe schlafen und es ist immer noch Nacht. Und ich komme jetzt hier auch nicht mehr raus, scheinbar. Hallo? Ich will jetzt auch nicht wirklich im Haus haben, sonst docke ich meine ganzen Köter damit an. Boah, wisst ihr was, wir riskieren's. Boah. Bleib fern, du Scheißvieh. Oh! Wo ist der Junge? Hallo? Andy? Oh mein Gott! What the fuck? Alter! Alter! Nee. Ist das dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Alter, willst du auch mal sterben gehen? Komm mal her, geh sterben. Oh. Oh oh.
Der Penner lebt immer noch. Jetzt ist die Frage noch, wo ist er diesmal? Und jetzt hält mich hier so ein verdammter Enderman die ganze Zeit auf. Das kann doch hier nicht wahr sein. Wo ist denn das Scheißvieh? Boah. Enderman, where are you? Hm? Ich hoffe, der ist nicht auf dem Dach. Eigentlich muss man die Räume ja so zwei hochbauen, dann kann er sich nicht ins Haus teleportieren. Was ist das eigentlich da hinten, was da die ganze Zeit wächst? Würde mich auch mal interessieren. So, jetzt wird's riskant. Komm her, wenn du dich traust. Oh! Boah, wo ist denn der Penner? Hier die ganze Zeit rumstöhnen und dann kommt er nicht mal an. Oh, schnell zu. Boah, wir gehen jetzt einfach schlafen. Ich wette mit dir, ich gehe schlafen und der steht vor meiner Haustür. Wo ist der Lappen? Boah, hätte ich dem mal nicht in die Augen geguckt. Na, wir gehen einfach mal schlafen. Mal gucken, was passiert. Wir können ja nur sterben. Ja, dann gute Nacht. Ich habe doch gesagt, ich will bis zum nächsten Morgen schlafen. Da schläft er einfach mal irgendwie vom, keine Ahnung was, bis zum nächsten Nacht oder sowas. Finde ich richtig toll. Und gleich bin ich tot, weil der Enderman kommt. Und ich lebe noch. Es wird Tag. Doch, der Enderman lebte immer noch. Boah, die Musik, die kommt mir vor wie aus so einem übelst alten Film aus den 40ern oder 60ern, wo da nur Stummfilme waren mit dieser Musik. Boah. Naja, super, dass ich das Vieh nicht zeigen will. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hallo, Vieh. Naja, egal. Wir lassen das Vieh mal in Ruhe. Oh. Ich hab schon wieder gehört. Also was, wir gehen jetzt einfach... Oh. Boah, was ist das jetzt? Was ist das denn jetzt? Jetzt geht das Orchester aber hier gerade richtig zur Sache. Nur die Frage, wo ist der Lappen? Da ist ein Schaf oder sowas? Wo bist du? Da hinten. Nein! Hä? Nein, jetzt bin ich tot. Komm her, du Scheißvieh. Jetzt bin ich tot. Wo bist du hin? Boah, der schubst mich doch bestimmt hier gleich runter, oder? Boah. Hallo, Piepmatz. Boah, wo ist das Vieh? Wo ist es? Da unten. Was? Was? Wieso ist der so schnell? Also ich sehe es gleich kommen, der spawnt hier um und schubst mich runter. Und dann prügelt er mich windelweich. Mann, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich um so einen scheiß Enderman zu kümmern. Hm. Scheint dir nicht zu interessieren. So, und hier oben muss ich sowieso aufpassen, dass mir hier oben nichts spawnt. Hm, wie machen wir das? Shit. Ich habe keine Fackeln dabei. So, 10 Minuten machen wir jetzt noch und dann mache ich erstmal Schluss. Dann mache ich erstmal, überlege ich erstmal, ob ich das jetzt schon schneide. Und, ja, dann muss ich sowieso schon anfangen hochzuladen für die nächsten Tage. Weil es kommt jetzt noch ein neues Projekt dazu, was, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich länger dabei sein werde oder nicht, kommt halt drauf an. Und das ist halt, naja, ihr werdet das dann schon sehen. Ab Montag müsste dann jeden zweiten Tag eine Folge davon erscheinen, wenn ich es schaffe, alle hochzuladen. Ja. So. 2 habe ich auf jeden Fall schon hochgeladen, die ich nur noch freischalten muss. Ha. Boah, der Enderman hat sich, glaube ich, verpisst. Ist auch okay so. Muss man hier nicht sein. Den will eh keiner haben, ne? Also, wer mag schon Enderman? Wer mag euch denn schon, ihr Endermans? Oh, was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Da schwebt immer irgendwas aus der Luft und kommt dann wieder. Hm. Was ist das da hinten eigentlich? Ach, so eine komische Ziege oder sowas.
Das hier ein Vogel. Kann man mit denen eigentlich auch was anstellen, außer die töten? Und da kommt schon wieder so ein komisches Energiedingsterbumster. Was zur Hölle bist du? Gibt das Experience? Hallo, gib mir Experience. Macht so komische Geräusche, als wenn es Experience geben würde. Es verarscht mich einfach nur. Finde ich ja herrlich. Das war auf jeden Fall schon wieder so eine actionreiche Szene hier.